Herzlich willkommen zur Vorstellung oder eher Produkteinweisung Paratec Hebekissen. Mein Name ist Daniel Witte, ich betreue für die Firma Paratec den deutschsprachigen Raum. Genauso wie wir eine Serie gemacht haben zur Produktvorstellung, wollen wir jetzt eher für die Feuerwehren darauf eingehen, die das Gerät schon beschafft haben. Wie verwende ich es, wie baue ich es zusammen? Auch da wieder mit einer Serie. Das heißt, wir fangen jetzt hier im ersten Teil einmal kurz an, was es gibt es überhaupt. Das Thema Multiforce-Hebekissen, Maxiforce-Hebekissen und das Zubehör. Jetzt im ersten Video gehen wir dabei einmal aufs Zubehör ein. Was brauchen wir da? Wir brauchen einen Druckminderer, wir brauchen ein Steuergerät. Ist jetzt hier mal gelagert im sogenannten Master Control Kit, unserem Zubehörsatz, kann aber auch einzeln beschafft werden, wären dann diese Bauteile plus das entsprechende Schlauchmaterial. Eine Arbeitsluftversorgung im Sinne von einer 300 Bar Flasche. Und damit fangen wir eigentlich auch an, dass wir uns das erste Bauteil anschauen. Und zwar der sogenannte G3-Druckminderer. Einmal ein kurzer Blick, ist diese Dichtung da, dann wird das Ganze in die Flasche eingeschraubt und viel mehr muss ich mit diesem Druckminderer eigentlich auch nicht machen. Schrauben das hier einmal ein. Wenn das erfolgt ist, öffnen wir die Flasche, prüfen einmal den Druck und dann sind wir mit dem Druckminderer insoweit fertig, was das Einstellen angeht. Dieser Druckminderer ist voreingestellt, das heißt, er reduziert von dem Druck, der sich in der Flasche befindet, auf einen Ausgangsdruck von 14,8 bar runter. Das Ganze verbinden wir dann mit einer Schlauchleitung. Bei uns grundsätzlich jede Leitung mit dem gleichen Anschluss und immer draufstecken, einmal dran ziehen und wieder festdrehen. Es gibt also keine spezielle Verbindungsleitung Druckminderer Steuergerät, sondern man kann da jede Leitung nehmen. Bei den Normausstattungssätzen ist es meistens so, dass mit der 5 Meter Leitung in grün das eigentlich so als der gedachte Zuleitungsschlauch ist. Und dann entsprechend die anderen Farben für die Verbindung Steuergerät zum Kissen. Dann haben wir hier das Doppelsteuerorgan. Mit den grünen Knöpfen befülle ich den jeweiligen Druckabgang, habe dafür das entsprechende Manometer. Wir arbeiten mit einem Arbeitsdruck von 10 Bar. Ab da beginnt auch der rote Bereich. Sollten wir in der Dunkelheit arbeiten, befindet sich hier in der Mitte die Möglichkeit, das Licht einzuschalten. Wenn wir dann jetzt diese Geschichte soweit zusammengebaut haben, gehen wir hin und öffnen den Knopf in Flussrichtung auf den Druckminderer und haben den Druck jetzt bis hierhin anstehen. Und dann verbinden wir das Ganze mit unserem Hebekissen. Auch da wieder zusammenstecken, dran wackeln und festschrauben. Das sind immer die gleichen Arbeitsschritte bei allen Kupplungen. Machen wir jetzt hier nochmal genauso. Und dann können wir hingehen und können das Kissen befüllen. Um jetzt einfach nochmal zu zeigen, wofür ist dieses Verschrauben der Kupplung da, gehen wir einmal hin und wir schließen hier die Druckluftflasche. Es strömt hier jetzt also kein Druck mehr nach. In diesem Schlauch ist aber entsprechend noch Druck, und zwar ein relativ hoher Druck von knapp über 14 Bar. Damit das jetzt gefahrlos vonstatten geht, gehen wir hier hin. Drehen einmal diese Rändelmutter durch, da sind kleine Bohrungen drin, die entlüften das gesamte System und jetzt kann ich hier hingehen und kann den Schlauch entsprechend abkuppeln. Mehr braucht man auch eigentlich gar nicht wissen zum Thema Zubehör. Die nächsten Videos gehen dann ein bisschen mehr auf die Hebekissen selber ein.